Also nicht ganz am Anfang, aber vor ein paar Folgen, da war hier noch abgeschlossen. Bad time. Not at all. Hand me the beggar tickets, the red bloom. Well, well, one versed in herbs. Probably saying too much, but I know a bit. For instance, that beggar tick's poisonous. In large doses, small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Which is all I can hope to do for her. Huh. Griffin do that to her? Delina. Yes. Attacked her at night. She was walking in the woods. At night? Through the woods? In wartime? Meeting a boy. The young, you know, do foolish things for love. Wounds are healing, but she will die. Blood's pooling in her skull. Nothing my bruise can do to help. Could try to help her with one of my potions. Swallow can heal internal hemorrhages. But? Witcher's potions aren't for humans. She'll die as it is. Yes. A peaceful death soothed by your concoctions. If I give her swallow and something goes wrong, the whole village will hear her screams. I understand. Do as you will. Okay. Looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Hmm. Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking... A few years ago, we had trouble. Drowners under the bridge. The whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sars, something, something. Ah, good to know the Black One's looking out for our welfare. Ja, er klang ja wirklich Doubt so. Emperor Amir cares about you, but this captain just might. Seems like a decent man. There are no decent men in the army. There are only orders. Not from here, are you? A lot of bitterness in you. Too much for someone who's spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hurry. Elsewise you'd not use bait, just wait for the griffin to attack again. Believe we could have an interesting conversation. Maybe next time. Ah ja. Okay. So, und ich weiß, ich habe das letztes Mal nicht gemacht und mich interessiert einfach mal, was passiert, wenn ich ihr helfe, falls ich es überhaupt kann. Ja, Zutaten, ja, ich erkläre euch das jetzt nicht. Ne, herstellbarer Zustand, das jetzt sehen wir in Gegenstandsarten, Rezeptauswahl. Ja, ich weiß. So, haben wir denn schon irgendwelche Tränke? Schwalbe. Schwalbe fehlen mir aber. Schellkraut. Na, was sonst? Können ja mal gucken, ob wir irgendwo welches finden. Vielleicht liegt da ja irgendwo was rum. Spitzwegerig. Ich weiß gar nicht, wie Schellkraut aussieht. Das ist es definitiv nicht. Wow, es ist aber gerade wieder windig. Auf meinen Ohren übrigens. Schellkraut. Ja, das ist auch nicht. Myrte. Schellkraut. Es ist offensichtlich gelb. Aber das hier ist, glaube ich, eine Pusteblume, oder? Ja. Ich sammle mir mal ein bisschen. Oh. Was ist das denn hier? Tschüss, Baki! Der hatte wohl offensichtlich Angst.
Das da könnte das nochmal sein, oder? Ja. Okay. Mal Pusteblume. Hier ist nochmal Schallkraut bestimmt. Nochmal zweimal. Ja. Das macht ja durchaus Sinn. Ich glaube, wir brauchten aber fünf, ne? Schallkraut, hallo. Kann man jemanden den Wind abstellen? Das ist echt unangenehm. Das ist eine Pusteblume hier hinten. Noch eine Pusteblume. Hund Petersilie. Was das nicht alles gibt. Es gibt wirklich so viele Pflanzen hier. Gut, dann nehmen wir nochmal eine Pusteblume mit. Es kann ja nicht schaden. Ich laufe mir durch die Gegend und sammeln Pusteblumen. Ich hätte gern die gelben wieder. Hallo. Da. Schellkraut. Dankeschön. So, jetzt können wir Alchemie. Ja, auch hier können wir anheften, eure Rezepte und Schemas anheften. Ja, super. Finde ich eine total geile Idee, das mit dem Anheften. Und wir bauen jetzt aber erstmal Schwalbe. Okay. Und wir probieren das einfach aus. Wie gesagt, ich habe es beim letzten Mal nicht gemacht. Sprich, ich weiß, was dann passiert. Und mich würde es jetzt einfach mal interessieren, was passiert? Stopp, entschuldigt, ich, hallo? Ah, hier. Eine Schwalbe. Platz auswählen. Was ist das hier eigentlich? Waldkauz. Beständige Regeneration der Ausdauer. Aber ich glaube, da habe ich doch auch gar keinen entschuldigt Slot für. Gut. Haben wir denn irgendwie ein Schwert, was besser ist? Nee, ne? Nicht so wirklich. Okay. Rüstung ist halt auch noch nicht so wirklich weit. Und wie gesagt, mich interessiert es jetzt einfach mal, was passiert, wenn wir es ihr geben. Ich weiß es nicht. Achso, den Trank zur Kräuterfrau. Yes. Got a potion for Lena. Swallow. First sign of spring. Symbol of rebirth. Fitting as names go. We'll see. Like I said, could harm her. Deeply. Works on me immediately. But I have a faster metabolism. Effects won't appear in her case for a few days. Why'd you choose this in the end? Decided it was better than doing nothing. I like you, Witcher. Here. A small gift. Oh. For giving a damn. Oh, was haben wir denn bekommen? Also ich kannte so schnell gar nicht gucken. Ah, okay. Stufe 3 und ein Stufenaufstieg gab es dazu. Das ist halt ein bisschen blöd. Wir sehen jetzt nicht so wirklich, was wir bekommen haben, glaube ich, ne? Apfelsaft hatten wir schon. Das Bier hatten wir auch irgendwo schon gesammelt. Wir haben bestimmt irgendwie ein bisschen Geld bekommen. Und ein paar Schemas oder irgendwie sowas, ne? Naja. Zu schnell konnte ich, zu schnell kann man es leider nicht lesen. Ist halt nun mal so. Oh, es sammelt sich schon so ein bisschen. Okay. Nun gut. Oh, wir haben Fertigkeitspunkte. Die wollen wir natürlich auch einsetzen. Wann haben wir denn den nächsten Slot hier frei? Stufe 4. Dauert noch ein bisschen. Können wir das hier noch ein bisschen aufleveln? Weil das haben wir ja ausgerüstet.
Nee, Entschuldigung. Da haben wir noch eine Runde hoch. Und haben wir denn nochmal hier schnelle Schläge und so? Noch ein rein. Wir haben ja auch hier, gibt es da auch solche Sonderdinger. Sonne und Sterne. Tagsüber regeneriert Vitalität 10 Punkte pro Sekunde, wenn du dich nicht im Kampf befindest. Nachts regeneriert Ausdauerwert des Kampfes. Plötzlich 1 Punkt pro Sekunde. Muss ich das auch ausrüsten? Bestimmt, ne? Mehr Leben ist aber auch ganz gut, ha? Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich die ausrüsten musste. Also das wäre natürlich schon echt sinnvoll. Also wir werden dann später auf die Katzenschule-Rüstung gehen. Ja, komm, wir machen hier erstmal hier noch einen rein. Na, das sind die zwei, die wir ausgerüstet haben. Ich denke, das ist okay. Und dann sollen wir planschen gehen, habe ich gehört. Plätze? Ah, du Fressack. Ah, guck mal. Lauter Rezepte bekommen. Sehr cool. Sehr, 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 sehr schön. Gideon. Ich vermute mal, dass ich hier schwimmen muss. Ah ja, genau. Das da mit den Slots da unten ist neu. Da, wo jetzt praktisch der lila Trank ist, hat man jetzt eine zweite Slot-Leiste? Ja, schwimmen kennen wir auch. Sauerstoff. Ah ja, das war's auch schon. Gibt's hier noch irgendwas? Lauter Kreuzdorn, aber ansonsten offensichtlich nichts. Dann gehen wir mal nach oben. Ja, und jetzt sollten wir mit Vesemir sprechen. Ja, wie kann ich das denn da unten ausrüsten? Entschuldigt, muss ich... Also, ich habe ja gesehen, hier... Ich würde sagen, das war früher nur ein Slot, oder? Aber wie kann ich denn da hin und her schalten? Oh, jetzt habe ich es natürlich getrunken. Entschuldigt, ich muss mal ganz kurz nachgucken. Interessiert mich mal ganz fix. Und zwar unter Optionen. Und den Steuerungsschema. Stahlschwert ziehen und umzünden. Schneller Angriff. Interaktion. Schnellzugriff. Gegenstand benutzen. Zeichen wirken. Spielmenü. Pausenmenü. Hexersinne einsetzen. Schnellzugriffsmenü. Bewegung. Kann ich das... Nee. Ah, okay. Tränke austauschen. Halten. Ach, das ist aber sehr cool. Da stand es ja gerade, logischerweise. Und dann packen wir nämlich hier unten noch irgendwas von den Konsumgütern mit rein. Oma, hallo. Zu blöd. Hier, haben wir denn hier noch irgendwas an Futter oder so? Cool. Ja, das ist echt praktisch. Ganz ehrlich, das waren immer so wenig Slots. So. Die Frage ist, gehen wir jetzt wirklich schon zu Vesemir? Oder schauen wir vielleicht, was wir hier noch in der Nähe zu entdecken haben. Wir müssten da zu Vesemir. Oben hätten wir noch was.
Hier waren wir auch noch gar nicht unterwegs. Schaut mal. So viel noch zu tun. Und mich würde interessieren, was passiert, wenn wir da wieder zurückgehen. Ob wir dann herausbekommen, was mit Lena passiert ist. Ich würde sagen, wir machen hier so einen Kreis. Wir reiten hier rein, hier hoch rein und dann reiten wir wieder zurück, oder? Kommt. Geht. Wollen ja was von der Welt sehen, auch wenn es leider Nacht ist.